Und damit ein herzlich willkommen auch von meiner Seite. Mein Name ist Josef, aka Theo Minecraft, und ich zeige dir in dem heutigen Video, wie du auf den Server gelangst und vor allen Dingen, wie gespielt wird. Du hast es bereits geschafft, dir einen Account zu erstellen, und du hast es auch schon geschafft, dich auf der Webseite anzumelden. Soweit dazu. Aber dir müsste aufgefallen sein, dass du noch nicht auf den Server connecten kannst. You are not on whitelist. Tja, wie kommst du nun auf den Server? Vielleicht ist es schon dieser kleine grüne Knopf auf der Webseite aufgefallen. Nach dem Video kannst du ja mal draufklicken, denn dann kommst du zum Eintragen-Interface. Hier trägst du dich für das Spiel ein. Zunächst wählst du eine Basis aus. Wenn du dich das erste Mal einträgst, kannst du 5 verschiedene Basen wählen. Des Späteren wirst du noch neue Basen hinzukaufen können. Wähle die Base mit Bedacht, denn je nachdem, was für ein Typ du bist, also lieber Offensivkämpfer oder Defensivkämpfer, kannst du dementsprechend deine Basis wählen. Wenn du dich ein zweites Mal einträgst, kannst du zudem noch Wetten abschließen. Zum Beispiel kannst du sagen, ich werde das Spiel gewinnen. Die Frage ist, was traust du dir zu? Treffen die Wetten zu, erhältst du einen Gewinn. Treffen sie nicht zu, könnte es sein, dass du zum Ende alles verlierst. Also sei vorsichtig. Nun, wie wird gespielt? Während des Spiels wird dir auffallen, dass eine Zeit die ganze Zeit abläuft. Das ist deine sogenannte Lebenszeit. Wenn diese Zeit auf 0 heruntergesunken ist, fliegst du vom Server. Im Prinzip ist es dann ein Game Over für dich. Dieses Game Over gilt allerdings nur für den Tag, an dem du spielst. Jeden Tag resettet sich das Ganze. Also gilt es, dies zu vermeiden. Wie bekommst du Zeit? Du bekommst Zeit, natürlich, indem du andere Spieler tötest. Aber wenn du selber stirbst, verlierst du einen ordentlichen Batzen Zeit. Also vorsichtig. Wenn du Game Over gegangen bist, heißt das allerdings nicht gleich, dass du dadurch verloren hast. Nein. Während des Spiels sammelst du Medaillen. Diese Medaillen entscheiden letzten Endes über deinen Sieg. Das heißt, der Spieler, der am meisten Medaillen gesammelt hat, wird am Ende Gewinner sein. Wie bekommst du Medaillen? Medaillen bekommst du auf die verschiedensten Art und Weisen. Zum Beispiel durch Kills, durch Minecraft-Quests, durch lange Spielen und noch viele andere Möglichkeiten, die du noch herausfinden wirst. Außerdem für das Spiel sehr wichtig das Webinterface. Wenn du es dann geschafft hast, dich einzutragen und auf dem Server bist, öffnet sich auf der Webseite das Webinterface. Solltest du mal nicht zum Webinterface finden, klicke einfach auf das grüne Spielen, sobald du auf dem Server bist. Das Webinterface bietet dir viele nützliche Funktionen. Du kannst zum Beispiel im Webinterface problemlos das Map-Overview aufrufen, um so nachzusehen, wo andere Basen sind. Viel praktischer hingegen sind natürlich im Webinterface die sogenannten Aktionen. Du kannst dir über den Laden auf der Webseite Aktionen kaufen. Diese Aktionen kannst du dann im Webinterface mit einem Klick ausführen lassen. Und diese bewirken dann etwas im Spiel. So kannst du zum Beispiel ganz einfach 3 Hunde spawnen lassen, ein Pferd spawnen lassen, dich schneller machen, Effekte auf dich anwenden und sonstige praktische Minecraft-Dinge ausführen. Zusätzlich bietet dir das Webinterface die Möglichkeit, Dinge, Sachen, Items für Zeit zu kaufen. So kannst du dir zum Beispiel eine Rüstung für einen speziellen Betrag deiner Lebenszeit kaufen und musst keine Coins dafür ausgeben. Du kannst auch im Webinterface einige Sachen nachschlagen, zum Beispiel welche Minecraft-Erfolge du bereits errungen hast und welche Erfolge du noch machen musst und vor allem, wie viele Medaillen du für diese verschiedenen Erfolge bekommst. Du solltest an dem Computer, an dem du spielst, auf jeden Fall die Webseite geöffnet haben. Du kannst mit den Tasten Alt und Tab schnell zwischen 2 Programmen hin und her wechseln. Ich empfehle dir, vielleicht einen zweiten Computer oder dein Handy oder ein Tablet zu benutzen, auf dem du die Webseite öffnest und am anderen Computer spielst. Multitasking macht sich hier bezahlt. Das wär's soweit von meiner Seite. Ich wünsche dir viel Spaß beim Spiel und sollte etwas nicht klar sein, tja, learning by doing. Viel Spaß!